Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Die Sense-Klinge fügt zusätzlichen Schaden zu. Okay. Ich habe schon mal die komplette Sensenrüstung sowie die Sense auf Max geupgradet. Außer halt mit Schmiede, die halt nochmal hochgegradet. Das reicht dann schon. Ich wollte sie einfach nur ein bisschen besser haben. Es war ein Massaker. Mein Gott, das muss die Wache der Königin gewesen sein. Wirt, was ist hier geschehen? Versteck dich! Ich weiß nicht, ob es noch da ist, das Monster! So viel Blut! Versteck dich! Ich sollte mich selbst umsehen. Was muss ich finden hier? Ich muss auf die andere Seite. Natürlich. Dann machen wir das natürlich. Ist die Königin so entkommen? Oder sind ihre Gegner so zu ihr gelangt? Mehr von Odus Männern. Sie konnten die Königin nicht schützen. Ein Mönch. Was hat der hier gemacht? Eine Schriftrolle mit eigenartigen Zeichen. Ob sie Teil von Bernards Studien war? Irgendwo hier noch da. Roter Mond. Ja, das sind Odos Männer. Der Wirt könnte etwas über diese Schriftrolle und die Zeichen wissen. Hey, Freund. Oben liegt ein toter Mönch. Und eine Schriftrolle in einer Sprache, die ich nicht kenne. Vielleicht die Heilige Schrift in lateinischer Sprache. Der kleine Prinz liest Latein. Bernard? Ja, sie waren hier. Dieser Mönch war sein Lehrer. Er ist von der Kirche hier in Amiens. Die Königin sagte zu Bernard, er solle zu den Priestern und Nonnen dort gehen, wenn er Probleme hat. Dann sehe ich mir mal die Kirche an und hoffe, die Königin dort zu finden. Ist die auch hier? Ja. Man weiß ja nie, ne? Dass jetzt Bernard so halb durch die Welt gereist ist. Amiens feiert den großen Sieg von König Charles über den Heidenhäuptling, den man Siegfried nennt. Zeigt euren Glauben. Ich hab den Jungen gesehen. Ich wusste es. Der Bastardprinz treibt sich hier irgendwo auf. Dieser Ort wird gut bewahrt. Bernard ist hier. Mit der Königin vorhat? Ist mir egal, ob sie vom Teufel besessen ist. Niemand sollte lebendig verbrannt werden. Hört, hört. Hilf mir. Sei meine Augen. Ist außerhalb oder draußen? Na gut, dumme Frage. Ist draußen da drinnen, so rum. Okay. Er ist natürlich ganz am Rand. Von allem. Hab's geschafft. Eivor, Gott sei Dank, du bist es. Was ist geschehen? Das Monster hatte uns zu Vaters Villa gebracht. Aber Richardes lenkte ihn ab und ich bin an der Mauer entkommen. Es gibt dort einen Turm. Und wenn man gut klettern kann, wie ich, kommt man leicht hinüber. Wo ist Richardes? Wo ist die Königin?
Das Monster. Es nahm sie mit. Du meinst den, der das Gemetzel im Schankhaus angerichtet hat? Er sagte, er bringt uns wegen irgendwas zu Vater. Eine Prüfung. Ich war... Was für eine Prüfung? Ich... Er nannte es eine Probe. Ja, eine Feuerprobe. Bei Vaters Villa, hier, in Amiens. Er will sie lebendig verbrennen. Hör zu, Bernard. Geh zu eurem Haus in Les Soyaux. Ich kümmere mich um Richardes. Ich kann dir helfen. Ich weiß so manches. Du musst meinem Vater nichts tun. Er ist nur oft etwas verwirrt. Du musst dich in Sicherheit bringen, Bernard. Das Schicksal des Frankenlandes hängt von deinem Überleben ab. Es ist ein großes Wagnis, sich allein die Sequana entlang zu schleichen. Eine wahre Heldenprüfung. Bist du bereit dafür? Ich schaffe das. Gut. Dann geh. Geh immer weiter und sieh nicht zurück. Ich kümmere mich um Richardes. Leb wohl, Evor. Evor, was? Schöne Palpris von C. Aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Wie praktisch. Da steht sogar schon ein Boot für mich bereit. Drück mal hier kurz einmal auf den Rückwärtsgang. Oh Mann, ey. Ich werde jetzt nicht nass, ich sag's euch. Verschlossen. Vielleicht komme ich über den Beschädigten. Na gut. Geht so ab. So, nächster bitte. Das war's für dich. Sieh dich. Oder was ist das denn? Hab ich erstmal hier so eine halbe Sixul da bekommen. Meine Füße tun weh. Ich hoffe, diese. Oh Gott! Errette uns! Mann! Oh, kotzt das an, ey. Toll. Verdammte Trinne. Blute, du! Mach Druck! Nicht nach! Lass dich einem Gottesurteil stellen! Das wirst du büßen! Gott, führe meine Hand! Hey, Boys. Ich hab leider echt keine Lust, gerade gegen euch alle auf einmal zu kämpfen. Das versteht ihr sicherlich. So, jetzt warten wir kurz.
bis wir anonym werden. Ich meine, die haben nicht immer Sichtkontakt auf mich. Das wäre super. Muss ich die Königin wirklich einen Urteil stellen? Durch ihren eigenen Mann? Persönlich wird dieser Zeremonie beiwohnen. Möge er den Unschuldigen seine unendliche Gnade zuteil werden lassen. Doch wenn jemand schuldig ist der Lüge, der Verschwörung oder des Ehebruchs, möge sein heiliger Zorn diese verdorbene Seele treffen. Ich habe nichts zu befürchten. Du bist es, Charles, der Gott um Vergebung bitten sollte. Wir werden schon bald sehen, wer in Gottes Gunst steht. Mein Schutzengel nähert sich. Das ist kein Engel. Für meinen König und meinen Gott ist es an der Zeit, diesen Teufel zurück in die Hölle zu schicken. Du lebst? Tritt beiseite, Bischof. Dein Gott errettet Menschen nur einmal von den Toten. Für Engel Wien, für die kleine Mutter, für meinen Bruder Ebel. Ich werde die Welt von dir befreien! Du stehst mir im Weg. Oder ich töte dich erneut. Der Herr hat mich geschont. Ich bin sein Sohn! Denn du hast meine Seele vom Tode befreit. Mein Auge von den Tränen. Meinen Fuß vom Sturz. Du stehst mir im Weg. Du genießt ihn. Ich will dich nur zur Hölle schicken! Deine Verdorbenheit ist unmenschlich! Herr, Gebieter über Himmel und Erde, erlöse mich, wie du all jene erlöst, die dich lieben und deinen Namen kennen! Diesmal bleibst du aber tot. Diesmal kein Kreuz auf dich, Normalfall. Die Bellatoren werden... Tja. Hartnäckig. Ich muss Bernard finden. Bernard ist in Sicherheit. Ich habe ihn zurück nach Lisoyo geschickt. Wieder einmal warst du sein Werkzeug. Du verströmst Gottes Gnade, Ava. Du verwechselst Gnade mit dem Rausch des Sieges. Armer Bischof Gutzelin, ich bete für seine Seele. Er diente dem Herrn so gut er konnte.
Ich muss mit Charles reden. Und es könnte sein allerletztes Gespräch werden. Nein, er ist ein gequälter Mann, der als Kind gefoltert wurde. Er wurde wieder und wieder gebrannt. Sein Leben besteht aus Angst. Angst vor Feuer, vor Gott, vor Untreue. Er verdient Gnade. Graf Odo will, dass ich Charles töte, damit er den Thron besteigen kann. Würdest du einen Mann töten, weil er den Kampf um seine Seele verlor? Noch vor einem Moment wollte er dich lebendig verbrennen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Verschone ihn. Bändige ihn irgendwie. Ich kann ihn zu unserem abgelegenen Landhaus im Osten bringen, wo er geistlichen Beistand findet. Dort können wir in Ruhe leben, während ich Bernard auf die Thronfolge vorbereite. Ich versichere dir, er wird ein Herrscher ohne Ambitionen gen Engelaland sein. Verschone Charles und deine Leute werden sicher sein. Nee. Charles hat seine Verbündeten und sein Volk entehrt. Ich kann nicht schwören, dass ich ihn verschonen werde. Das ist Wahnsinn, Ava. Charles zu töten bringt deinem Volk keine Sicherheit. Wenigstens wären die Nordleute gerecht, die er im Frankenland erschlagen hat. Vater, segne diese Männer, die sich demütig deinem Urteil stellen. Welch ein Irrsinn. Gut. Was hast du getan, Charles? Er schlachtet seine eigenen Diener ab. Welch Wahnsinn. Wie versprochen. Wechseln wir zu der Schnitterrüstung. Ich hab mir auch schon eine Sense hier irgendwie rausgesucht gehabt. Mal gucken, welche das war. Da. Ich will allerdings nur einhändig kämpfen, also raus damit. Immer. Sie ist ein. Ich bin der Unmensch. Und somit sehen